Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Dorfromantik. Ja, in unser Dorf sieht es hier romantisch aus. Zumindest mal das Große da hinten. Dann haben wir hier auch noch ein kleines Dörfchen und wir haben einige Missionen, die wir zu erledigen haben. Und da geht's gleich mit dem Dorf weiter. Hier haben wir nämlich eine Mission. 130 plus Häuser sollen wir anschließen. Und das geht eigentlich ganz gut, denn wir haben hier sicherlich schon über 100 Häuser. Von dem her müssen wir eigentlich nur diesen Teil mit diesem Teil verbinden. Das heißt, wir müssen Abzüge machen bei perfekter Bauweise. Das geht leider nicht. Aber wir können zumindest wieder 5 Kärtchen holen, wenn wir die Quest hier erledigen. Wir haben da drüben auch noch einen Wald, den wir erledigen wollen mit 120 Punkten und bekommen dann ein Fähnchen. Finde ich auch gut. Wir haben da hinten auch noch eine Quest mit einer Bahn. Da brauchen wir noch 3 Schienen, die wir anschließen müssen. Und da drüben haben wir noch ein bisschen was mit dem Wasser, nämlich einmal hier eine Quest und dann mal hier eine Quest. Die können wir gleich demnächst erledigen. Also wir haben viel zu tun an allen Ecken dieser Welt und fangen gleich mal an mit den nächsten Feldern, würde ich sagen. Zweimal einmal Feld, ist auch doof. Würde hier gut rein. Passen sehe ich gerade. Dann nehmen wir einfach mal die erstbeste Gelegenheit, würde ich sagen, weil sonst, wenn ich schon mal auf die Schnelle schaue, sehe ich da jetzt nichts. Wir könnten natürlich dieses Feld noch viel größer machen. Aber nicht mal hier hätten wir, doch hier hätten wir theoretisch eine Gelegenheit, wo das gut reinpassen würde. Nur hier halt auch. Deswegen machen wir es lieber hier rein. So, dann haben wir eine nächste Mission, und zwar 25 Felder sollen wir anbauen. Das haben wir so aber gerade nirgendwo. Wir haben nirgendwo die Möglichkeit mit 25 Feldern. Wir könnten theoretisch hier weitermachen. Da würden wir noch 18 Felder dazustellen müssen. Da haben wir aber blöderweise den Fluss auf dieser Seite in der Nähe. Und auch ein bisschen im Weg. Und auf der anderen Seite wollen wir ein bisschen mit der Stadt weitermachen. Zumindest das, was noch geht. Das heißt, das wird eine Mission sein. Die werden wir mal wieder probieren abzubrechen. Wo passt denn das am besten hin beispielsweise? Haben wir da irgendwo ziemlich viel Wald, wo wir das brauchen könnten? Hier vielleicht? Ja, da würden wir zumindest 40 Punkte kriegen und einmal perfekt. Aber die Mission wäre leider nicht abgebrochen. Das ist ein bisschen viel Wald für das Ganze hier. Wir könnten es natürlich trotzdem hier hinstellen. Das würde sich zumindest hier ausgehen. Nur ist halt die Frage, oder machen wir es da drüben vielleicht hin? 21 Felder bräuchten wir noch. Da müssten wir das andere Feld hier irgendwie abschließen miteinander. Machen wir es mal hier hin. Da müssten wir das andere Feld hier irgendwie abschließen. Da müssten wir hier noch ein Gebäude oder sowas hinstellen mit einem kleinen Feld, so wie das da beispielsweise. Nur ist hier leider die Bahnschiene dazwischen und dann die Mission abbrechen. Das wäre die Idee. Weil ich weiß nicht, ob wir hier jetzt so viele Felder noch reinbekommen. Das wären jetzt 15, wenn wir das hier anbauen. Aber wir sind da ziemlich eingeengt in dem Gebiet und das ist ein bisschen schade. So, mal gucken, wo wir diese riesigen Felder hier hinstellen. Wie sieht es denn da oben aus? Da würde das eigentlich gar nicht mal so schlecht reinpassen. Einmal hier, dann haben wir da was mit einem Bahngleis. Da sind wir eh ziemlich limitiert mit unseren Vorhaben. Da könnten wir das einerseits hier hinstellen oder wir machen einfach da oben weiter. Problem ist, da setzen wir überhaupt nur ganz falsch. Da wird gar nichts zusammenpassen. Wir setzen es mal lieber hier hin und hoffen, dass wir vielleicht hier irgendwie so ein Ende bekommen. Ich würde mich sogar mit einem Wasserbahnhof oder sowas zufrieden geben. Irgendwas hat, was hier gut reinpasst zwischen den Feldern. Und es geht auch gleich mal weiter mit Wasser. Da unten nicht, aber hier. Zack, und dann hätten wir die Quest schon mal beendet. Und da würde jetzt noch so ein Feld kommen. Das würde... Ach nee, der Wald kommt zuerst. Hoppla, den Wald, den könnten wir da drüben hinbauen. Da brauchen wir sowieso ein bisschen Wald. Nicht unbedingt hier. Aber hier wird es theoretisch funktionieren. Zack. 91 Felder noch. Und jetzt kommt dieses Feld. Wälder noch, meine ich. Nicht Felder. Da könnten wir das theoretisch so platzieren. Dann hätten wir die Mission schon mal beendet. Aber das ist ein bisschen doof, würde ich sagen. Da sollten wir vielleicht eher Häuser platzieren. Wobei wir die da drüben auch brauchen würden. Wo würde das denn gut hinpassen? Vielleicht können wir irgendwas Perfektes erledigen mit dem. Ist natürlich jetzt schon wieder schwierig, das Ganze zu eruieren, weil wir doch schon eine etwas größere Karte jetzt vor uns haben. Ist nicht mehr so klein und beschaulich wie
vor ein paar Folgen noch. Mittlerweile haben wir doch schon ordentlich was gebaut. Da drüben haben wir eigentlich nicht so wirklich eine Möglichkeit. Hier hätten wir eine Möglichkeit, das hinzubauen. Wir hätten aber auch hier eine Möglichkeit, das hinzubauen. Und ich würde sagen, solange wir da drüben keine Feldquest haben, machen wir die einfach mal hier weiter. Und mit dem könnten wir theoretisch mal hier probieren, ob wir da was erreichen könnten. Da fehlt uns aber noch ein bisschen die Stadt. Da hätten wir... Ach so, warte mal, da haben wir, glaube ich, sogar zu viel Stadt. Zweimal perfekt. Ich glaube, mehr als zweimal perfekt würde ja gar nicht gehen. Außer wir würden das hier auch noch perfekt hinbekommen, dann hätten wir dreimal perfekt. Da bräuchten wir einmal, zweimal, dreimal Stadt und dreimal nix. Das sollte aber möglich sein. Da warten wir noch. Das sollte möglich sein. Das klingt nach einer Karte, die sollte irgendwann mal kommen können. Es ist leider auch eine ziemlich doofe Karte hier. Da könnten wir hier weitermachen. So hätten wir die Quest erledigt, aber leider nicht genau dort platziert, wo wir platzieren wollen oder können. Wir könnten aber auch hier weitermachen, dann würden wir das vom Wald ein bisschen abgrenzen. Machen wir das mal hier hin, dann haben wir da noch ein paar Möglichkeiten. Eine Stadt mit 45 Häusern, da würden uns noch genau drei fehlen, denn das passt ja wie angegossen hier rein, also mehr oder weniger. Leider nicht so ganz wie angegossen. Ja, leider nicht so ganz wie angegossen passt das hier rein. Machen wir es mal so. Dann haben wir zumindest die Quest hier gleich erledigt. Wir hätten die jetzt schon erledigt, wenn wir hier ein gutes Feld kriegen würden. Ein gutes Kärtchen kriegen würden, meine ich. Das wäre zum Beispiel was. Nee, das wäre auch nicht das Richtige. Wir brauchen... Oh, guck mal, da kommt ganz viel Stadt da hinten. Wir brauchen da ein ganz bestimmtes Feld da drüben. Ein Kärtchen. Warum sage ich immer Feld? Vielleicht können wir mit dem ja was erreichen. Na, fast. Da würden wir die Felder leider weiterbauen. Das ist nicht so unbedingt die beste Karte. Hier wird es schon ganz gut passen, bis auf das da drüben. Das wird nicht passen. Merken wir uns mal das vor. Da wird es zumindest 4 von 5 Mal reinpassen. Das ist schon ganz in Ordnung. Aber hier wird es noch besser reinpassen. Guck mal. Zack. Und dann haben wir hier auch was Perfektes. Ein neuer Wald mit 780 zusätzlichen Bäumen. Und zwar muss da nur Wald her. Da machen wir gleich mal hier weiter, würde ich sagen. Und da könnten wir jetzt schauen, ob wir das hier vielleicht irgendwie miteinander verbinden könnten. Machen wir das mal hier rein. Oder haben wir da vielleicht eine bessere Stelle für das Riesige? Da brauchen wir noch drei Häuser. Drei und nicht mehr. Da ist auch nicht richtig. Theoretisch könnten wir es auch hier rein tun. Wäre auch eine Idee. Weil ich glaube, wir haben da drüben sowieso schon genügend Häuser. Dann machen wir das mal hier rein. So, dann geht es weiter mit ein bisschen Fluss. Und Wald und Feld. Das würde hier eigentlich wie angegossen reinpassen. Dann können wir nämlich das Kleine hier wieder beenden. Und haben da so einen kleinen Fleck wie hier vorne. So, dann geht es noch weiter mit Feldern, einem Haus und Wald. Wieder eine sehr schwierige Karte, weil wir da ziemlich viel auf einmal haben. Wobei das hier eigentlich gut passen würde. Hier nicht, da wäre es genau verkehrt rum. Da drüben haben wir auch nicht unbedingt die Situation, dass wir das brauchen würden. Hier auch nicht. Da auch nicht, das ist wieder genau verkehrt herum. Da auch nicht. Hier auch nicht unbedingt. Da auch nicht. Na gut, dann ist, glaube ich, klar, wo wir das hinsetzen werden. Würde theoretisch auch hier funktionieren. Aber ich würde sagen, da bleiben wir lieber mal bei der Stelle hier. Okay, weiter geht's mit ein bisschen Wald. Und zwei Feldern links und rechts.
Es würde hier waldmäßig schon mal dazu passen, aber feldmäßig leider überhaupt nicht. Zwei Felder. Haben wir irgendwo Felder, die wir miteinander verbinden müssen? Ich glaube fast nicht derzeit. Da sind die leider so angeordnet, dass das nichts bringen würde hier. Wir könnten theoretisch da unten einen kleinen neuen Wald beginnen. Aber ob das viel Sinn hat, ist auch eine gute Frage. Da würden wir an einer Stelle nicht anecken können. Oder wir machen einfach hier weiter und versuchen da den Wald drumherum zu bauen. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. So, da haben wir ein Feld mit kleinem Wald und Häusern. Mal schauen, wo wir da einen schönen Platz dafür finden können. Hier wäre das ideal. Das wäre hier ideal. Da würden wir die Häuser nämlich mitnehmen. Wir könnten auf der unteren Seite mit einem Wald weiterbauen. Und könnten die Quest auch abbrechen. Das wäre ideal und wir bekommen ein perfektes Kärtchen. Eins gratis zum Platzieren. Sehr schön. Okay, dann geht's weiter mit dem hier. Da haben wir nicht viele Möglichkeiten. Da könnten wir theoretisch aber hier weiterbauen. Nur bräuchten wir dann da wieder eine ganz spezielle Karte für die Felder. Und das wird nicht funktionieren. Deswegen machen wir es lieber so rein und bauen dann da unten weiter. Dann haben wir hier ein bisschen Fluss mit Wald. Der passt hier. Ganz viel Wald und ein bisschen Feld. Haben wir das nicht da drüben gebraucht irgendwo? Das haben wir hier gebraucht. Und wir hätten ein perfektes Kärtchen. Das hier wird fehlen, aber das macht nichts. Wir hätten immerhin 50 Punkte. Das ist schon völlig in Ordnung. Es geht nicht immer perfekt, leider Gottes. So, Fluss mit Schiene. Wir würden genau einmal Schiene hier noch brauchen. Und den Fluss können wir da sowieso nicht anbauen. Na gut, das ist lustig. Dann versuchen wir... Na gut, können wir eigentlich nur hier hinbauen. Versuchen wir das mal so hinzubauen. Aber das ist schwierig. Das ist eine Scheißkarte. Die wird hier nicht passen am Wasser, hier auch nicht und hier auch nicht. Und Schienen haben wir leider nur noch hier drüben. Und wir können das entweder in diese Richtung oder in diese Richtung fabrizieren. Beides wäre nicht gut, weil wir da drüben Wald haben und Häuser haben und genau nicht den Fluss, den wir brauchen würden. Und da ist das scheiße, weil wir uns da die Häuser wieder verbauen. Und da haben wir keine andere Möglichkeit. Da oben wird es nicht passen. Dann bleibt uns nur diese Möglichkeit hier. Und ich würde sagen, wir drehen das so, damit wir hier noch ein bisschen wegbauen können. Dann haben wir gleich mal die nächste Flusskarte. Die passt aber hier gar nicht mal so gut rein. Mal gucken, ob wir da vielleicht schon gleich mal was beenden können wieder. Den Fluss quasi dort lassen, wo er hingehört, nämlich auf diese Seite. Weil da oben passt das leider nicht so ganz gut rein. So, dann haben wir Häuser, Wald und Felder dazwischen. Dem Feld würde hier passen. Aber leider nur das Feld. Da haben wir keine Felder, da sind keine Felder, da sind keine Felder. Nichts, was wir brauchen könnten. Vielleicht hier? Da wäre der Wald ein bisschen störend. Da würden wir zumindest gut reinkommen. Hätten ein perfektes Kärtchen wieder. Das sieht in Ordnung aus. Okay, es geht weiter mit Bahnschienen. Das wäre da oben zwar etwas schädlich fürs Feld. Gut, wir könnten theoretisch hier weitermachen. Aber ich würde gerne da oben weg von dem da. Weg von dem da drüben. So, wie sieht es mit dem aus? Können wir hier vielleicht irgendwie jetzt weiterbauen endlich? Dass wir sagen, wir verbinden die beiden Häuser miteinander. Geht immer noch nicht. Da fehlen uns immer noch die passende Karte. Schwierig, 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 schwierig. Die Mission haben wir wirklich schon lange. Da würden wir diese Mission abbrechen. Das ist ein schwieriges Kärtchen. Das nächste ist irgendwas mit einem Fluss, sehe ich gerade. Vielleicht hier? Nee, das passt da überhaupt nicht rein.
Schon allein wegen dem Wald passt das hier überhaupt nicht rein. Wobei, hier würde es schon hinpassen. Da könnten wir auf der rechten Seite mit der Stadt weiterbauen und auf der linken Seite mit dem Wald weiterbauen. Okay, und da ist eine gute Karte, um das hier mal zu beenden. Nur kommt da leider ein Fluss dazwischen. Das heißt, das passt ja mal überhaupt nicht rein hier. Aber das würde hier reinpassen. Dann können wir zumindest mal hier sagen, stopp, hier ist Ende im Gelände. Und müssen mit dem Fluss vielleicht irgendwie da runterkommen. Eine neue Quest. Plus 7 Bahngleise. Nehmen wir hier drüben. Dann geht's weiter Fluss mit Wald. Mhm. Noch mehr Wald. Der würde da drüben hinpassen. Und zwar doppelt sogar. Die nächste Karte ist auch eine. Vorhin Nüsse gegessen. Das kratzt doch ein bisschen im Hals. So, mal kurz einen Schluck getrunken. So, 29 Wälder würden wir da noch brauchen und das wäre eine Karte, die würde perfekt reinpassen hier. Und da kommt gleich die nächste Waldkarte, das heißt, der Wald hier oben wäre damit beendet. Wo können wir denn noch überall anbauen am Wald? Hier könnten wir anbauen, aber da ist das nicht die richtige Karte dafür. Bauen wir das hier hin, haben wir ein Questchen wieder erfüllt und wieder eine neue Karte. Das heißt, wenn wir den Wald irgendwann mal beenden wollen, haben wir nochmal 15 Karten hier auf Reserve, die wir irgendwann mal nutzen können, wenn wir sie brauchen. Jetzt haben wir einmal eine Karte, nur mit Wald und dann nur mit Gras und einmal Wald. Da fehlt uns das Feld leider Gottes. Da würden wir zwar auch überhaupt nichts bekommen. Okay, na, das ist ja wurscht. Dann brauchen wir das da gar nicht platzieren. Hier vielleicht. Da würden wir was Perfektes zumindest bekommen. Wir merken uns mal diesen Standort hier drüben. Und gucken mal, ob wir vielleicht irgendwo doppelt perfekt abkratzen könnten. Aber glaube ich fast nicht, wenn ich mich da mal so ein bisschen umgucke. Da fehlt das, da fehlt das, da fehlt das, da fehlt das. Da haben wir auch nirgendwo so weit gebaut, dass wir schon was kriegen könnten, was Perfektes. Na, ich glaube, dann bleibt uns nur diese Stelle hier. Zack, einmal perfekt, bitteschön. Und wir haben wieder ein gratis Kärtchen bekommen. So, hier wird es weitergehen mit Häusern und Feldern. Da machen wir das wohl eher hier rein. Dann haben wir da noch einen Fluss mit ein bisschen Wald drumherum. Das wird ja wie angegossen hier drüben passen und doppelt perfekt sogar. Sehr schön. Und es geht weiter mit 88 weiteren Feldern. Da sind wir auf jeden Fall wieder hier im Spiel. Da würden wir noch genau 17 brauchen. Das nehmen wir. Da sage ich definitiv nicht nein. Wobei wir das vielleicht eher hier hinbauen sollten, damit wir da uns nicht irgendwie in eine Ecke bauen oder so, dass wir schon noch alle Möglichkeiten uns offen lassen. Das passt hier rein. Wieder was Perfektes. Läuft wie am Schnürchen gerade. Okay, und da haben wir wieder ein bisschen viel Stadt. Wäre das vielleicht mal eine Karte, um das hier zu verbinden? Leider auch nicht so wirklich. Das gibt's ja nicht. Schon so lange die Mission am Laufen und es funktioniert einfach nicht. Das wäre hier gar nicht mal so schlecht. Da würden wir zumindest mit den Feldern und mit den Häusern anecken. Da müssen wir einen kleinen Wald dazwischen noch machen. Merken wir uns mal die Position und gucken, ob wir vielleicht irgendwo anders noch bessere Möglichkeiten hätten. Sind eben diese überladenen Karten, wo man schon nach einem genauen Punkt suchen muss, wo das dann auch wirklich passt. Bevor man sich irgendwo einbaut, wo man dann zum Schluss nicht mehr rauskommt. Hier wäre es auch noch eine Möglichkeit. Haben wir da drüben vielleicht eine Quest? Ui, da könnten wir es gar nicht bauen. Da würden wir die Quest... Ach nee, das war ja da hinten. Das wäre hier gewesen. Da könnten wir noch ein bisschen in alle Richtungen weiterbauen. Ich glaube, wir machen das mal eher hier hin. Oje, oje, oje. Felder, 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 Wald und ein Haus dazwischen. Das Haus wird hier passen. Das Haus würde auch hier passen. Hier wird das Haus und das Feld passen. Dann bräuchten wir hier ein Feld und auf der anderen Seite ein Feld. Und sonst haben wir, glaube ich, nirgendwo so viele Felder. Haben wir irgendwo noch so viele Felder? Da wäre das Feld störend auf der anderen Seite. Hier theoretisch. Da ist das Haus nur leider auf der falschen Seite. Genau dort, wo wir es nicht brauchen, weil dort ein Feld hingehört. Eieieiei. Okay, ich glaube, da ist das ziemlich klar, dass wir das hier unten hinstellen müssen.
Zack. So. Einmal Haus, ein dichter Wald und ein Feld dazu auch noch. Mal schauen, ob wir das hier irgendwo unterbekommen können. Das Feld ist ein großes, da sollten wir theoretisch nicht so viele Möglichkeiten finden können. Wir könnten das hier hinstellen und hoffen, dass dann da irgendwas kommt. Besser wäre hingegen vielleicht so oder vielleicht da oben. Das wäre eine Idee. Da könnten wir dann nämlich in alle Richtungen noch weiterbauen und lassen uns das für unten alles offen. Sehr schön, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, das nächste Kärtchen wäre ganz viel Gras und ein einsames Häuschen dazwischen. Das würde hier passen, das würde hier passen. Da haben wir natürlich mehrere Positionen, wo das hinpassen könnte. Hier wird es nicht ganz so passen, da fehlt uns der Wald leider. Hier wird es passen, würden wir da was bekommen. Da würden wir einmal was Perfektes bekommen. Da drüben merken wir uns die Position und schauen, ob wir vielleicht irgendwo noch einen besseren Standort finden könnten. Da würden wir nichts bekommen, da würden wir vielleicht was bekommen, zwar doppelt perfekt, da fehlt uns aber leider der Wald von da drüben. Hier würden wir auch einmal was Perfektes bekommen. Da würden wir nichts bekommen. Na gut, ich würde sagen, dann nehmen wir uns mal... Wo war das? Hier, das davor. Wenn wir nämlich hier immer weiter und weiter bauen, dann haben wir das irgendwann mal zugebaut und können mit dem hier wieder ein paar perfekte Kärtchen erreichen. Eine neue Mission mit Wald und 170 Häusern, die dazugehören. Das würde hier passen, definitiv. Und wir müssten auch hier miteinander verbinden, und zwar so. Dann würden wir jetzt nur noch 22 Häuser hier drüben brauchen. Ein Wasserbahnhof kommt auch, sehe ich gerade. Die Felder müssen hier hin. Und der Wasserbahnhof müsste wohin? Mit Gleisen. Theoretisch könnten wir den hier hinstellen. Da haben wir da zwar keine Gleise, aber der passt gerade nirgendwo anders sonst hin und wir hätten die Quest beendet und was Perfektes auch noch erreicht. Das heißt, das sind 6 Kärtchen statt 5. So, mal gucken, ob das jetzt vielleicht eine gute Karte wäre. Immer noch nicht so ganz. Wobei wir jetzt mittlerweile schon mehrere Möglichkeiten haben, hier zusammenzukommen. Nämlich beispielsweise auch hier. Ich überlege mir das nochmal ganz kurz wegen dem Feld. Da würden wir die Mission abbrechen, das wäre keine gute Idee. Da würden wir auch die Mission abbrechen, das heißt, bei der Stadt brauchen wir eigentlich gar nicht schauen. Wir könnten es hier unten reinstellen. Aber das möchte ich gar nicht, ich möchte gerne hier rüberkommen. Wir haben jetzt wieder ein paar mehr Möglichkeiten mit den Häusern und so. Wir müssen auf jeden Fall auf einen grünen Zweig kommen, das ist klar. Wobei, ob wir das so schaffen, ist eine gute Frage. Da sollten wir das vielleicht eher hier hinstellen und gucken, ob wir so weiterbauen können. Ja, und dann bräuchten wir eine gute Karte für hier drin und dann hätten wir die Verbindung zueinander. Dann hätten wir beide Missionen wahrscheinlich schon erledigt. So, 89 Felder zusätzlich. Das passt ja wie angegossen hier drauf. Und dann noch Häuser mit einem Wald dazu. Wir haben hier noch eine Quest. Nur Wald und ein Haus dazwischen. Gar nicht mal so eine leichte Karte. Da ist Wald, da ist Wald, da ist Wald. Da ist auch überall Wald. Vielleicht finden wir da was Besseres, abgesehen jetzt von der Quest hier. Das hier beispielsweise. Zack. Und was Perfektes auch gleich mal erledigt. Sehr schön. Okay, wie sieht's mit den Flüssen aus? Ich würde gerne die Flüsse hier irgendwie wieder wegkriegen von dem Ganzen. Aber wir könnten theoretisch auch hier unten mal weiterbauen. Weil da können wir nämlich wieder was Perfektes ergattern. Das finde ich gut.
Einmal Feld mit Wald dazwischen. Also dazwischen, daneben eigentlich. Liegt nur genau in der falschen Richtung, der Wald. Der liegt leider genau an der falschen Richtung. Würde hier theoretisch passen, wenn wir zur Not noch einen Platz suchen. Hier nicht unbedingt, hier auch nicht. Hier vielleicht? Nee, auch wieder genau falsch rum. Da haben wir keine Felder, da haben wir ein Feld, aber da ist der Wald weit weg. Das ist auch nicht so ideal. Da haben wir gar keinen Wald, da ist auch keiner. Da hätten wir einen Wald, würden an mehreren Ecken angrenzen, aber leider wäre das Feld ein bisschen störend. Und da ist leider genau der Wald an der falschen Richtung. Okay, dann würde ich sagen, wir stellen das mal da unten hin, wo am wenigsten schief gehen kann. Wo war das denn? Hier oder hier? Das war hier. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Folgenpause, wenn ich so mal auf die Uhr gucke, und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wir haben da doch ein bisschen was gebaut in dieser Runde, aber wir haben mehrere Quests, die kurz vorm Abschließen sind. Wir brauchen hier noch eine Karte mit 3 Häusern, wir brauchen hier noch eine Verbindung zu dem da drüben, dann würden wir vielleicht beide Quests gleichzeitig erledigen können. Das wäre ja auch super duper, das wären 10 Kärtchen, die wir kriegen würden. Da unten, die Baumquest ist auch bald fertig mit 24 Bäumen. Ich sehe die nächsten 2 Karten, abgesehen von der Feldkarte mit dem Bahngleis, sind dann auch Bäume. Also wir sind noch gut im Kurs, es ist noch nicht viel verloren, wir sind wirklich noch gut im Kurs, wir sind gut dabei und hoffen natürlich, dass wir das auch so halten können. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier und wir sehen uns wieder in der nächsten von Let's Play Dorfromantik. Bis dahin, tschüss!